Und zwar, meine Genossen und Genossinnen, ich werde heute mal die Fragen über Leon Elektronik beantworten, die ihr mir gestellt habt. Ich hebe keinen Anspruch auf Richtigkeit der Fragen, die ich beantworten werde. Bevor wir anfangen, möchte ich unserem Leon Elektronik danken, dafür, dass er letzte Woche so viel tollen Fanservice betrieben hat. Das ist doch wirklich großartig von Leon gewesen. Okay, fangen wir an. Bibo fragt: Wann bist du auf Leon gestoßen und würdest du ihm deine helfenden Hände reichen, wenn er dich um Hilfe bitten würde? Was passiert eher, dass Leon einen Amoklauf startet oder dass er in die Klapse wandert? Also, ich kenne Leon seit Mitte 2022. Damals hat ihn der YouTuber mit dem Pseudonym Finn916 ihm vorgeworfen, Leon Elektronik würde schwarz fahren. Natürlich würde ich Leon Elektronik helfen, wenn er meine helfende Hand braucht. Bis jetzt hat er aber alle Hilfsangebote von mir und anderen Leuten, die ihm helfen wollten, in den Wind geschlagen. Ich hoffe für Leon, dass er in die Klapse kommt, bevor er noch komplett durchdreht. Vorname, Nachname fragt: Hallo Herr Treiber, meine Fragen. Wie genau hat Leon Oliver vergrault? Auf welcher Schule war er? Sonderschule oder Hauptschule etc.? Leon Elektronik hat eine Sonderschule besucht. Mit Olli hat er sich zerstritten wegen diesen 10 Euro, die er sich für diese Theaterkarten geborgt hatte. Leon hatte zwar Oliver das Geld zurückgegeben, aber Leon war dabei sehr unverschämt, so nach dem Motto, wie Oliver auch auf die Idee kommt, ihm Geld zu leihen, wenn er das auch wieder haben möchte. Oliver hatte dann eben wirklich mal die Schnauze voll von unserem Leon. Wollehartz fragt: Die wichtigste Frage überhaupt, warum ist gerade Leon Elektronik deine Kernmaske? Gerade, weil er auf meine anfangs so gut gemeinte Kritik so allergisch reagiert hat. Anfangs wollte ich ihm wirklich noch helfen, aber sein narzisstischer Charakter lässt das einfach nicht zu, egal von wem. Ich glaube, für Leon ist es, wenn er sich helfen lässt, gleichzusetzen wie, dass er sich eingestehen muss, auf kompletter Ebene versagt zu haben. Aber dass er mit Hilfe von anderen Leuten jetzt viel weiter im Leben wäre und vielleicht wirklich etwas erreicht hätte, kann und will er nicht akzeptieren. Dion28 fragt: Wie ist der Herr Elektronik auf seinen Namen gekommen? Und weiß Leon eigentlich, was da gerade um ihn passiert? Hat er die geistigen Fähigkeiten, um das zu verstehen? Leon hat sich seinem YouTube-Namen Elektronik von seinem Freund Urbex Elektronik, früher Dennis Elektronik, abgeguckt, auch wenn Leon überhaupt nichts mit Elektronik zu tun hat. Ich glaube nicht, dass Leon geistig fit genug ist, um zu verstehen, was er gerade mit seinem Verhalten alles bezweckt. Aura Necropolis fragt: Wie viel Bier trinkt Leon wohl täglich? Hat er dir oder anderen gegenüber irgendwelche Zahlen an täglichem Konsum angegeben? Laut eigenen Angaben trinkt Leon nur, ich wiederhole, nur 2 Maß Bier am Tag. Also unter der Woche. Hyman fragt: Wann hat Leon mit seinem Hassmobbing gegen dich begonnen? Angefangen hat alles mit den ersten richtigen Kritikvideos, die ich gegen ihn erstellt habe. Damals hat er mir erst noch über PN gedroht, also damit, mich anzuzeigen oder mich zu verklagen. Das war jetzt gut vor 10-11 Monaten. Und hat sich immer mehr zugespitzt. Bis er dann vor ein paar Monaten die ersten Videos gegen mich gemacht hat. So, das war die letzte Frage, die ich beantworten möchte. Es gab zwar noch mehr Fragen, aber ich glaube, wenn ich diese beantwortet hätte, würde ich Gefahr laufen, einen Streik von YouTube zu bekommen. Jetzt möchte ich mich noch von euch verabschieden. Danke, dass ihr mir bis jetzt die Treue haltet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Genosse Frank Treiber.